Hallo im Küchengarten, ich bin's wieder, Katharina. Heute begrüße ich euch aus meinem Pflanzenzimmer und zwar aus gegebenem Anlass. Ich habe hier nämlich zwei akute Patienten. Ja, auch ich vernachlässige meine Orchideen ab und zu. Vor allem jetzt in dieser Frühlingszeit, wenn ich so viel mit meiner Anzucht und mit meinem Garten zu tun habe, da passiert es schon ab und zu, dass meine geliebten Orchideen zu kurz kommen. Vor ein paar Tagen sind mir dann diese zwei traurigen Gestalten ins Auge gesprungen. Da wusste ich, ich musste sofort handeln, aber seid beruhigt, größtenteils, wenn nichts Schlimmeres als etwas Vernachlässigung der Grund ist, kann man eigentlich jede Orchidee retten. Mit ein bisschen Know-how, Liebe und Hingabe klappt das eigentlich immer sehr gut. Schauen wir uns zuerst mal die zwei Patienten hier genauer an. Diese hier, die war wirklich akut betroffen, das merkte ich daran, dass die Blätter hier schon angefangen haben, runzlig zu werden. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen davon, dass eure Orchidee einen Wassermangel hat. Und ihr seht das hier, das ist wirklich auf allen Blättern. Der nächste Hinweis auf akuten Wassermangel ist, dass die Blätter sehr lapprig sind und sich ganz leicht biegen lassen. Das ist bei keiner Orchidee, die gesund ist, der Fall. Also die sind immer fest und ganz straff und wenn ich das hier mit einem gesunden Blatt machen würde, würde es sofort brechen. Also diese Orchidee hat wirklich einen akuten Wassermangel. Ich habe sie dann gleich aus dem Topf rausgenommen, bevor mir noch klar war, ich wollte ein Video drüber machen. Und da habe ich gleich gesehen, dass der Wassermangel darauf zurückzuführen war, dass wirklich kein gutes Wurzelwerk mehr da war. Aber die Orchidee hat noch ein paar Wurzeln. Das heißt, die wird sehr leicht zu retten gehen und wird auch in ein paar Wochen wieder in ihrem ursprünglichen Glanz erstrahlen. Ich habe dann hier alle Wurzeln, die keine Substanz mehr hatten, also die faulig und matschig waren, weggeschnitten und auch den Stamm, wo keine Wurzeln mehr vorhanden waren, habe ich eingekürzt, weil ihr seht, der ist ganz verholzt, den braucht man auch nicht mehr. Alles tote Material, welches ihr in euren Orchideen lasst, ist im Substrat dann gefährdet zu faulen oder zu schimmeln und das wollen wir natürlich vermeiden. Jetzt seht ihr hier von alten Blättern gibt es noch so verbleibende Reste, auch die entferne ich jetzt noch gründlich und dann steht dem Wiedereintopfen dieser Orchidee nichts mehr im Weg. Sicherstellen müsst ihr natürlich, dass sie keine Stammfäule hat. Das würdet ihr daran sehen, dass der Stamm nicht verholzt ist, sondern muschig und schwarz. Das ist hier nicht der Fall, alles in Ordnung. Oder Kronenfäule, das ist, wenn hier drinnen das Wasser zu lange gestanden ist, dann würde das hier auch schwarz, muschig, die oberen Blätter würden abfallen. Und dann, also das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen, die euren Orchideen passieren kann. Die Kronenfäule, die wäre dann nicht mehr zu retten. Wenn eure Orchidee unten herum Blätter verliert, wenn sie gelb oder braun werden, dann ist das oft ein Zeichen von Stress oder dass die Blätter einfach alt werden. Und das ist ganz normal. Dieses unterste Blatt, das älteste Blatt dieser Orchidee, ihr seht, dass es zusätzlich zu den Falten auch die Farbe leicht ändert. Also es wird hellgrün und gelb. Das zeigt, dass dieses Blatt schon recht lange Stress hatte. Und das kann sein, dass sich dieses Blatt nicht mehr komplett erholt und am Schluss auch abfallen wird. Aber soweit geht es dieser Orchidee überhaupt nicht so schlecht, außer der Vernachlässigung meinerseits. Und ich bin sicher, dass ich sie wieder komplett herstellen kann. Schauen wir uns nun das zweite Objekt an. Hier seht ihr, das unterste Blatt ist aufgrund des Stress schon gelb und total vertrocknet. Es lässt sich auch ganz leicht wegziehen. Wenn es noch hängen würde, würde ich es wirklich so lange dran lassen, bis es komplett abfällt. Denn jedes gesunde Material an einer Orchidee, das man wegreißt, hinterlässt eine Wunde. Und darüber können sehr leicht Bakterien und Pilze eindringen, was bei der Orchidee sehr gefährlich wäre. Die Orchidee sieht gar nicht so schlecht aus von den Blättern her wie die vorherige.
Allerdings, was mir hier aufgefallen ist, deswegen verwende ich so gern durchsichtige Töpfe, es ist sehr wenig Wurzelwerk intaktes zu sehen. Hier zum Beispiel seht ihr eine Wurzel, die eigentlich auch schön grün ist. Grün ist bei den Orchideenwurzeln immer ein Zeichen dafür, dass sie gut mit Wasser versorgt sind und dieses Wasser natürlich dann auch an die Orchidee selber weiterleiten können. Und auch hier oben, was ich wirklich schön finde, wenn wir hier das Sphagnummoos etwas zur Seite geben, bildet sich schon eine neue Wurzel mit grüner Spitze und hier lauter neue Wurzelanlagen, die in das Substrat hinein wollen. Hier sieht man von dem Blatt, das ich weggezupft habe, noch den Rest. Das werde ich auch noch entfernen. Was mir aber Sorgen bereitet, ist, dass der Topf anscheinend viel zu groß ist für die Wurzelmasse der Orchidee. Und dass ich im Sommer meine Orchideen immer weniger gieße, weil ich so viel im Garten beschäftigt bin. Und deswegen möchte ich die jetzt, bevor es schlimm wird, in einen Selbstbewässerungstopf setzen, um jeden Stress durch Wassermangel zu eliminieren. Zuerst kümmern wir uns mal um Orchideen Nummer 1, denn ihr seht, die Wurzeln sind braun und ganz trocken. Die muss jetzt zuerst mal ein bisschen rehydrieren. Ich habe hier eine Schüssel mit lauwarmem Wasser und ich gebe auch immer, wenn die Orchidee so gestresst ist, gerne ein paar Anti-Stress-Tropfen hinein. Ihr wisst, ich liebe meine Orchideen, ich tue ihnen gerne etwas Gutes. Da braucht es nicht viel, das ist ein homöopathisches Gemisch. Viele haben mich danach gefragt, ich lese euch mal vor, was da drauf steht. Das ist der Wirkstoffkomplex Biplantol. Er enthält für die Pflanzen lebensnotwendige Wirkstoffe in homöopathisch dynamisierter Form D6 bis D200. Unter anderem die Mineralien Kalium, Calcium, Eisen, Phosphor, Magnesium und Spurenelemente Bor. Sogar noch anderes. Hilft's nichts, schadet nichts. Ich habe gemerkt, es tut meinen Pflanzen gut. So, und jetzt weiche ich die Orchidee circa bis 15 Minuten hier ein, damit die Wurzeln sich mit Wasser vollsaugen können. Und währenddessen schauen wir uns hier Orchidee Nummer 2 an, die gar nicht so schlecht ist, die ich aber präventiv in einen Selbstbewässerungstopf setzen möchte. Dazu nehmen wir sie mal aus dem Substrat raus. Als das ganze Substrat dann weg war, kam die große Überraschung. Da hat mich mein Riecher wirklich nicht im Stich gelassen. Und zwar hatte sich auf einigen der Wurzeln schon Fäulnis gebildet und auch Schimmel. Und diese Fäulnis und dieser Schimmel hatte dann auch schon auf den Wurzelstamm übergegriffen. Also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber keine Panik, auch so eine Orchidee kann man gut retten. Als erstes muss man hier wirklich konsequent alle matschigen, fauligen Wurzelstücke wegschneiden, damit sich diese Fäulnisbakterien nicht weiter ausbreiten. Und ich behandle solche Orchideen dann auch immer mit verdünntem Wasserstoffperoxid, welches all diese Fäulnisbakterien wirklich radikal abtötet. So, nach dem Entfernen der ersten matschigen Wurzeln bin ich hier an einem Punkt angekommen, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Und zwar, wenn ihr hier schaut, der Orchideenhals, hier der ganze Stamm, wo die alten Wurzeln entspringen, der hat hier unten zwar alte Wurzeln dran, die noch intakt sind. Allerdings, wenn man genau schaut, wie ich vorher schon erwähnt habe, ist die Fäulnis und der Schimmel hier schon auf den Stamm übergegriffen. Hier seht ihr das auch sehr gut. Für mich ist jetzt die Entscheidung, wie viel von diesem Stamm nehme ich weg, damit ich vermeide, dass mir das Ganze hier unten wegfault. Da ich jetzt hier oben sehe, dass hier oben frische, grüne, neue Wurzeln schon sehr schön nachkommen, werde ich tatsächlich diesen Stamm mitsamt den daran hängenden Wurzeln hier einkürzen, wo dieser faulige, pilzbefallene Bereich endet, um das möglichst einzudämmen und auszurotten. Hier sieht man das jetzt eigentlich recht gut. Ich habe hier die Wurzeln, die darüber wachsen, schön zur Seite genommen. Da ist auch noch eine. Es wird wirklich ein chirurgischer Eingriff. Und genau hier in diesem Bereich möchte ich schneiden.
Und zwar, wenn ich so einen Präzisionsschnitt machen möchte und die Pflanze möglichst wenig verletzen, verwende ich immer eine desinfizierte Klinge, bitte sehr vorsichtig, aber da die immer sehr scharf ist, muss man wirklich nicht fest drücken. Setze ich hier an, wackle einfach nur leicht hin und her. Der Vorteil von so einer Klinge ist einfach, dass ich nicht wie mit der Schere den Stamm pressen würde, zusammenquetschen, was auch wieder Schaden zufügen würde. Und es gibt immer einen sehr schönen, sauberen, geraden Schnitt, wie ihr das hier seht. Und der wird jetzt sehr schön abtrocknen. Diesen Schnitt bestreue ich jetzt noch mit Zimt. Um diese Schnittstelle etwas zu desinfizieren. Und das Ganze lasse ich jetzt für circa 30 Minuten hier schön übertrocknen. Während die eine Orchidee abtrocknet, kümmern wir uns hier um die zweite. Da konnten sich die Wurzeln schon sehr schön vollsaugen. Dann sieht man immer noch, ob irgendwo noch vertrocknete Reste sind, weil die dann natürlich ganz braun und matschig sind. Schaut sehr gut aus. Sicherheitshalber, weil ich jetzt hier so viel mit fauligen Sachen hantiert habe, spreche ich das Ganze jetzt auch noch mit meinem verdünnten Wasserstoffperoxid ein, um auf Nummer sicher zu gehen. Und hier habe ich jetzt so einen kleinen Selbstbewässerungstopf. Und da kommt sie jetzt rein in mein sehr durchlässiges, grobes Substrat. Und da diese Orchidee jetzt wirklich nicht viele Wurzeln hat und ich sehe auch noch keine Ansätze von neuen Wurzeln, werde ich ihr mit etwas Sphagnummoos helfen. Bitte mit Sphagnummoos bei Orchideen immer vorsichtig umgehen. Das Moos bleibt ja sehr lange sehr feucht und wie wir alle wissen, sind die fleischigen Wurzeln von Orchideen sehr anfällig für Wurzelfäulnis. Aber um die Wurzelbildung anzuregen, kommt man an Moos, an diesem Sphagnummoos wirklich gar nicht vorbei. Und die Feuchtigkeit in so einem Selbstbewässerungstopf kommt ja von unten, weswegen das Sphagnummoos eigentlich immer nur leicht feucht sein wird und nie richtig tropfnass. Ich habe jetzt also locker etwas Moos um die Basis herumgewickelt und den Rest des Topfes, die Hohlräume, fülle ich mit Substrat fertig auf. Das Eingießen kann ich mir hier komplett sparen, da das Substrat sowieso schon gut feucht war. Die erste Orchidee haben wir also sehr gut versorgt und sie kommt in ihren Übertopf. Das Wasserreservoir lasse ich vorerst leer. In circa einer Woche werde ich es zur Hälfte auffüllen und sobald das aufgebraucht ist, lasse ich das Substrat immer mindestens eine Woche abtrocknen und danach fülle ich das Reservoir wieder zur Hälfte auf. So klappt das für mich immer sehr gut. Dann schauen wir uns jetzt die zweite Orchidee an. Die ist mittlerweile gut abgetrocknet und um die kümmern wir uns jetzt. Und zwar gehen wir genauso vor wie bei der ersten Orchidee. Zuerst mit verdünntem Wasserstoffperoxid gut einsprühen. Dann habe ich wieder einen kleinen Selbstbewässerungstopf. Übrigens habe ich alle Produkte, die ich hier im Video verwende, in meiner Amazon Storefront verlinkt. Und dann topfe ich die Orchidee wieder in mein grobes, selbstgemischtes Substrat und wickle Sphagnummoos um die Basis zur Wurzelanregung. Dann fülle ich die Hohlräume noch mit dem Substrat fertig auf und schon haben wir auch dieser Orchidee einen richtigen Boost gegeben, um großartig zu sein. Das war's für heute mit meinen zwei geretteten Orchideen. Wenn ihr was aus diesem Video mitnehmen konntet, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr sehen wollt, wie es ihnen in einiger Zeit gehen wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier im Küchengarten.